Guten Morgen, heute ist Montag. Wie man an meiner Stimme erkennt, bin ich gerade erst aufgestanden. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch diese Woche mal mit auf in meiner Woche. Es ist jetzt halb neun. Und ich muss gleich erstmal zum Zahnarzt gehen. Kriege ich mal wieder hier ein oder zwei Löcher gestopft. Letzte Woche Montag war ich auch schon da, wurden mir auch schon zwei oder vielleicht waren es sogar auch drei Löcher gefüllt. Ist ganz spaßig, aber gut, muss halt gemacht werden. Das mache ich jetzt als erstes. Aber natürlich, vorher muss ich ein bisschen frühstücken und Zähne putzen und dann bis später. Ciao. So, zurück bin ich mit einem weiteren gefüllten Zahn. Ich weiß gar nicht, wie viele Zähne ich im Mund habe, die nicht gefüllt sind, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat es ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich musste ein bisschen warten. Und die ganze Prozedur hat auch allgemein länger gedauert. Ich habe jetzt eine taube Lippe hier noch. Das heißt, ich kann auch nichts essen, kann mein zweites Frühstück noch nicht weiter einnehmen. Ja, es hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil eigentlich wollte ich ja noch arbeiten für meine Selbstständigkeit. Das wird jetzt ein bisschen knapp. Ja gut, ich habe ja eigentlich noch Zeit. Aber es verzögert sich dann natürlich alles ein bisschen. Ja, im letzten Vlog habe ich ja gesagt, dass ich meinen Job gekündigt habe und dass ich mir was Eigenes aufbauen möchte. Mittlerweile habe ich auch wieder einen Teilzeitjob. Das heißt, ich arbeite 15 Stunden die Woche und den Rest der Zeit habe ich dann für meine Selbstständigkeit zur Verfügung. Und diese Woche, oder vielleicht sage ich mal dazu kurz, was ich mache. Ich mache also eine eigene Software, eine Standardsoftware, die ich verkaufen möchte. Und nächste Woche möchte ich gerne einen Beta-Test starten und dafür brauche ich oder habe ich geschätzt, dass ich 14 Stunden diese Woche brauche, um die Software beta-fähig zu machen. Deswegen habe ich mir heute vorgenommen, mindestens 5 Stunden an der Software zu arbeiten. Und ja, damit fange ich jetzt mal an. Einkaufen war ich übrigens auch noch. Ich habe mir noch einen Kaffeedrink geholt und eine Sojamilch oder einen Sojadrink. Kaffee trinke ich natürlich auch von Alnatura, das heißt, ich war bei DM. Und hier haben wir uns auch die Cashewmilch, die ich neu gesehen habe im Supermarkt und die ich auch in einem eigenen Video nochmal vergleichen möchte mit der Normalmilch und dem Sojadrink. Das hier ist übrigens mein neuer Businessplaner. Habe ich bei Instagram auch schon gezeigt. Falls ihr mir da folgen wollt, meinen Accountnamen blende ich mal hier ein im Bild. Hier kann man. Ja gut, ich werde diesen Planer einfach nochmal im neuen Video vorstellen, weil ich sowas auch schon seit längerem gesucht habe. Und ja, hier habe ich auch eingetragen, dass ich mindestens 4 Stunden an meinem Projekt arbeiten muss oder will. So, kurze Mittagspause gemacht und jetzt gönne ich mir noch einen Kaffee Latte, den ich vorhin gekauft habe. Probiere ich jetzt zum ersten Mal. Na super. Fängt da schon gut an. Nein, probier trotzdem mal eben. Ja, schmeckt gut. Nachgeschmack kann ich noch nicht so beurteilen. Mal schauen, ist ganz okay. So, mit Arbeiten bin ich dann für heute auch fertig. Habe gut 4 Stunden an dem Projekt gearbeitet. Das ist ganz gut dafür, dass ich heute so viel Zeit beim Zahnarzt verschwendet habe. Ich werde mir jetzt noch eine kleine Mahlzeit machen und dann werde ich einkaufen fahren und zum Sport. Und zwar gibt es als Mahlzeit das hier. Ein gekochtes Ei für die Mikrowelle. Und ein paar Thunfiletstreifen. So, mit dem Sport auch fertig. Heute war der Unterkörper dran. Jetzt gibt es noch einen Shake, ein bisschen Reispfanne und dann wird der Abend eingeläutet. You should know that I'll be there day and night.
Nobody else gonna love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can. Ja, heute ist Dienstag und das heißt, ich gehe heute einen vollen Tag arbeiten. Und danach werde ich mich noch mit einem guten Freund treffen. Und ich werde dann wahrscheinlich noch einkaufen gehen, weil gestern habe ich es nicht mehr geschafft, beziehungsweise ich hatte keine Lust mehr. Und daher werde ich, denke ich mal, heute einkaufen gehen. Bis später. Ja, es ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen später. Der Tag ist quasi schon fast vorbei. Ja, wie gesagt, ich war noch nach der Arbeit in der Stadt. Und ja, als ich nach Hause gekommen bin, ist ein Paket gekommen und zwar sind da Pullover drin gewesen, die ich bei Amazon bestellt hatte und zwar von der Marke Blend. Die fand ich eigentlich ganz cool, zumindest bei Amazon im Online-Shop, aber die sind leider zu eng, also sind slim fit geschnitten. Das ist die Größe L. Normalerweise trage ich auch Größe L, passt normalerweise, also jetzt bei normalen Pullovern wie S. Oliver und Co. Aber diese sind leider ein bisschen zu eng. Also die haben ja auch diese Knöpfe hier. Zum Beispiel, die so holzartig wirken zumindest. Ja, aber leider hier in L für mich nicht ganz passend. Schmiegt sich halt zu sehr an. Und das sieht dann natürlich ein bisschen komisch aus. Kosten normalerweise übrigens 49,95 €. Waren halt im Angebot für jeweils, ich glaube, 20 oder 25 Euro. Also beide zusammen für 40 bzw. 50 Euro. Einmal hier ist das die Farbe, ja, ich sag mal so, Navy ist das, glaube ich. Und das andere ist, der ist hier mit Stehkragen in Navy. Und dann nochmal in Grau. Ja, umgekehrt, der ist mit Stehkragen. Hier in Grau. Mit Stehkragen, genau. Ja, ich werde beide wieder zurückschicken. Ich hoffe, das kann ich machen. Aber gut, das ist ja von Amazon Prime. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und ja, schade. Aber ich werde mir dann, glaube ich, dann doch lieber woanders Pullover kaufen. Ja, ansonsten, ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Und ja, dann starten wir in den Mittwoch. So, ich war gerade einkaufen im Real und jetzt werde ich mich aber erstmal kurz hinlegen, nachdem ich die Einkäufe eingeräumt habe. Denn ich habe die Nacht echt wieder schlecht geschlafen und ich konnte schlecht einschlafen und deswegen relativ wenig geschlafen. Und deswegen mache ich erstmal ein kurzes Powernap von einer halben Stunde und dann werde ich noch ein bisschen arbeiten. Und dann werde ich noch zum Sport fahren. So, hier bin ich wieder. Bin schon ein bisschen auf, habe schon eine Stunde gearbeitet. Aber ich muss sagen, ich bin irgendwie fertig. Ich schaffe heute, glaube ich, nicht mehr viel. Ich werde mich jetzt zum Sport zwingen. Habe gerade schon eine kleine Mahlzeit eingenommen, um ein bisschen stärker zu sein vielleicht. Dann werde ich noch ein bisschen halt, wie gesagt, Sport machen. Oberkörper ist heute dran. Dann werde ich mich nur noch auf die Couch schauen heute, denke ich. Morgen ist Donnerstag. Morgen habe ich meinen kompletten Tag zu Hause. Da werde ich dann noch sehr viel für das Softwareprojekt arbeiten. Ich muss auch schließlich auch noch fertig werden. Da bin ich diese Woche schon wieder ein bisschen im Rückstand. Aber ich denke mal, morgen werde ich da ordentlich was schaffen. Da werde ich auch noch mal zum Sport gehen morgen und vielleicht noch ein paar andere Dinge erledigen. Ja, dann mache ich mich mal fertig und sag dann mal bis später. Ja, ich habe mich jetzt tatsächlich gerade noch dazu entschlossen, doch nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen, da ich echt irgendwie nicht fit bin jetzt gerade. Und das bringt dann einfach nichts. Und ein Oberkörpertraining ist mir halt doch ein bisschen wichtiger. Und deswegen werde ich das dann morgen machen. Ne? Deswegen verabschiede ich mich für heute. Und bis morgen. Ciao. Ja, moin. Heute ist Donnerstag. Mein freier Tag. Das heißt, ich arbeite an meinem Projekt. Und es sieht mal wieder draußen sehr düster aus. Und ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, keine Ahnung. Deswegen, aber zumindest habe ich gestern ein bisschen besser geschlafen.
Ja, ich mache mir jetzt gerade Frühstück und dann werde ich arbeiten. Schaut mal, was ich bekommen habe gerade, nämlich die Visitenkarten für meinen Kanal. Sehen so aus. Das sind jetzt ungefähr 300 Gramm pro Quadratmeter. Hier ist auch ein QR-Code drauf. Wenn man den scannt, dann kommt man direkt zum YouTube-Kanal. Muss ich gleich mal ausprobieren, ob das auch wirklich funktioniert. Die habe ich erstellen lassen bei wirmachendruck.de, beziehungsweise ich habe natürlich das Layout selber gemacht. Habe die dann da hochgeladen. Die sind komplett kostenlos. Die einzige Sache ist natürlich, dass man dann hier diesen Werbeaufdruck hinten drauf hat. Das sind jetzt hier 200 Stück. Und ein weiteres Paket, das angekommen ist. Das werden wir jetzt mal auspacken. Das ist nämlich meine neue Brille. Ich hoffe, ich kriege das mit einer Hand hier hin. Das ist übrigens hier von Brille24.de. Aha. Noch irgendwas drin hier. Natürlich da die Rechnung. So, dann haben wir hier die Brille Hugo von Hugo Boss. Wieder das übliche Brillenputztuch dabei von Hugo Boss. Und das ist die Brille. Hier nochmal die alte Brille zum Vergleich, die auch hier einige Macken hat. Ne? Alte Brille und neue Brille. Ja, muss man sich einfach noch dran gewöhnen. Ja, von der Stärke passt auf jeden Fall. Ich sehe alles super. Besser sogar als mit der alten Brille. Wahrscheinlich, weil die jetzt sauber ist. Ja. So, es ist Zeit für Sport. Und da fällt mir gerade ein, irgendwie wollte ich doch noch was anderes erledigen heute. Ich wollte nämlich noch was für mein Halloween-Kostüm kaufen. Das habe ich jetzt vergessen. Werde ich wohl morgen machen müssen. Naja, auf jeden Fall gibt es noch einen kleinen Shake für die Kraft natürlich. Der sieht hier so aus. Der besteht aus Bananen, Milch und, beziehungsweise keine Milch, sondern es ist Cashew-Milch. Und ja, das mixe ich mir zusammen. Werde noch ein bisschen Honig reinmachen. Und dann werde ich in wenigen Minuten danach zum Sport fahren. So, das sieht doch schon ein bisschen horrormäßig aus hier in so einem Dunkeln. Im Auto mit dem kleinen Licht hier. Na, ich gucke mal vom Sport. Er lief heute nicht so gut, wahrscheinlich auch, weil es mir heute einfach nicht so gut ging. Kopfschmerzen und irgendwie läuft es momentan mit der Gesundheit nicht ganz so gut. Zumindest nicht mit der Fitness. Ich bin jetzt zu Hause und werde mich jetzt hinhauen und ein bisschen noch was essen natürlich und dann noch mal schlafen. Ja, bis morgen. Ciao. Freitag. So, hier jetzt mal ein kleiner Live-Test. Habe ich nur im Supermarkt gesehen. Müllermilch, Schoko, Minze. Werde ich jetzt mal live probieren. Es riecht wie After Eight. Und schmeckt auch so in die Richtung. Da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht, als ich das gekauft habe. Ich mag nämlich nicht so Schokominze. Also nicht After Eight. Und daher finde ich das auch nicht so toll. Aber wer After Eight mag, für den ist das sicherlich was. Ja, jetzt ist übrigens Freitagabend. Gleich geht es noch auf einen Geburtstag. Und ja, was ist heute so passiert? Also ich bin nach der Arbeit, ich habe heute halbtags gearbeitet. Und bin dann nach der Arbeit noch zu einem Anbieter von, Mietbüros oder Mietarbeitsplätzen gefahren. Und habe dort mal nachgefragt, wie es da, oder was es möglich wäre, dass sie mir anbieten können. Und die haben mir einen Arbeitsplatz angeboten, quasi mitten auf dem Flur. Hört sich jetzt schlimmer an, als es ist eigentlich. Aber dort könnte ich für 15 Euro im Monat halt arbeiten, hätte dann auch WLAN. Aber natürlich kein eigenes Büro. So, und die andere Möglichkeit wäre dann, für 200 Euro könnte ich mir auch einen Arbeitsplatz im Coworking Space in einem abgeschlossenen Raum sichern. Ja, werde ich jetzt noch drüber nachdenken. Falls ich das machen werde, brauche ich natürlich sowieso noch einen Laptop. Den habe ich jetzt auch noch nicht, der kostet auch wieder Geld. Deswegen habe ich das momentan noch nicht entschieden. Ja, dann geht es gleich auf den Geburtstag. Und irgendwas wollte ich noch erzählen. Ja, genau, Visitenkarten habe ich bestellt. Also noch andere außer die ihr sowieso schon hier gesehen habt.
Und einen Kalender habe ich bestellt. Da werde ich auch nochmal ein eigenes Video zu machen. Ich habe also bei Saal Digital meinen eigenen Wandkalender bestellt. Mit Bildern, die ich auch selbst aufgenommen habe. Und da werde ich euch mal zeigen, wie das geht. Und zum anderen werde ich auch noch ein Video erstellen über diese Brille hier, die ich online gekauft habe. Und dazu werde ich euch noch einen exklusiven Insider-Tipp geben, wie ihr Rabatte bekommen könnt. Ja, genau, so machen wir das. Und dann sage ich mal, bis, ich weiß nicht, ob ich noch filmen werde diese Woche. Heute ist ja Freitag, die Woche ist zu Ende. Ich glaube, ich werde Samstag und Sonntag keine Zeit mehr haben zu filmen. Deswegen sage ich schon mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich weiterhin mal begleiten wollt auf, ja, in meine weitere langweilige Woche, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Könnt ihr aber auch so machen, wenn ihr das nicht wollt. Und dann schauen wir mal, was so weiter passiert. Ich sage Tschüss, bis bald. Ciao, euer Kai. Bye.